Es sind vor allen Dingen Planeten, die sehr nah an ihren Sternen sind. Die Oberflächentemperaturen sind sehr heiß. Heiße Jupiter, heiße Neptune, heiße Supererden. Davon kennen wir recht viele. Planeten im Abstand, in einem Abstand von ihrem Stern, wo man sagt, da erwarte ich jetzt moderate Oberflächentemperaturen, kennen wir sehr, sehr wenige. Herzlich willkommen zum DFG-Exkursgespräch, heute zum Thema Gibt es eine zweite Erde? Meine Gesprächspartnerin ist heute Professor Heike Rauer. Sie hat eine, wie ich finde, tolle Berufsbezeichnung in der Theorie. Sie könnte auf ihre Visitenkarte schreiben, Planetologin. Sie ist nämlich Professorin an der Freien Universität Berlin im Fachbereich Geowissenschaften. Und vor allem ist sie auch Institutsdirektorin für das Institut für Planetenforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herzlich willkommen, Frau Rauer. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der kompetenter auf die Frage antworten könnte, gibt es eine zweite Erde? Deswegen frage ich so direkt, gibt es eine zweite? Ja, leider wissen wir das noch nicht. Das ist unser großes Ziel, eine zweite Erde zu entdecken. Und wenn ich das darf man eigentlich nicht, Wissenschaftler, nach sowas spekulativen Frage. Aber wenn ich nach Ihrem Gefühl frage, glauben Sie, es könnte eine da draußen geben bei diesen unendlich vielen Planeten, die es im Universum gibt? Ja, das hängt natürlich davon ab, was man dann wirklich unter einer zweiten Erde versteht. Nicht ein genauer Zwilling mit einem Interview, wie wir es gerade führen, im richtigen Moment, das ist zu unwahrscheinlich. Aber ein Planet, ein Gesteinsplanet mit den Möglichkeiten, Leben zu bilden, irgendwo da draußen, ich denke schon, ja. Also ich persönlich, es ist eine große Diskussion, nicht alle Kollegen werden das in gleicher Art beantworten, aber meine persönliche Meinung ist, dass es das geben sollte, sagen wir es so. Gut, sagen wir, das ist die These. Dann lassen Sie uns jetzt ganz wissenschaftlich die einzelnen Kategorien durchgehen, die es braucht, damit ein Planet erdähnlich ist. Sie haben schon erwähnt, Wasser fürs Leben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also flüssiges Wasser bräuchte es auf dem Planeten. Was noch? Genau. Wir brauchen ja Kriterien, an denen wir das festmachen können, erdähnlich. Ja. Und erdähnlich ist erst einmal ein Gesteinsplanet, das heißt, ich brauche eine feste Oberfläche, also eine bestimmte mittlere Dichte des Planeten. Und dann, wenn ich sage, und er muss einen Stern umkreisen, für uns bedeutet erdähnlich, wenn ich an Habitabilität denke, auch er umkreist einen Stern wie die Sonne. Und nicht einen kühlen M-Stern. Was da anders ist, können wir noch diskutieren. Aber bleiben wir mal bei einer Erde um die Sonne. Wenn er bewohnbar sein sollte, dann muss er flüssiges Wasser haben, weil wir auf der Erde wissen, Leben ist im Wasser entstanden und wir glauben, dass es Wasser braucht, um Leben zu bilden. Das ist das Minimum und das bedeutet dann moderate Oberflächentemperaturen. Und das bedeutet wiederum, dass der Planet nicht zu nah am Stern sein darf und auch nicht zu weg. Also wir brauchen einen Gesteinsplaneten, wir brauchen moderate Temperaturen, so dann auch flüssiges Wasser. Brauchen wir nicht auch Treibhausgas oder einen bestimmten Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre? Genau, dann geht es weiter. Nicht moderate Oberflächentemperaturen bedeutet, wir brauchen eine Atmosphäre. Denn ich habe ja schon gesagt, wir müssen einen bestimmten Abstandsbereich vom Stern sein, den wir habitable Zone nennen. Aber die Erde ist in dieser habitablen Zone, aber der Mond ist ja auch in der habitablen Zone. Und trotzdem ist der Mond nicht bewohnbar. Also das alleine, die Energie, die oben ankommt, top of the Atmosphäre oder am Planeten ankommt, dass das nicht zu viel und nicht zu wenig sein darf, ist eine Sache. Aber es braucht eben auch die moderaten Oberflächentemperaturen über lange Zeiten. Und dazu braucht es eine Atmosphäre, die Oberflächentemperaturen stabil hält. Natürlich brauchen wir dann nachher auch später die Atmosphäre für Oberflächenleben. Aber erstmal rein für die Temperatur brauchen wir etwas, was für stabile, langfristig stabile Oberflächentemperaturen sorgt. Und das ist die Atmosphäre. In der Atmosphäre für die Erde sind die Treibhausgase ganz wichtig, denn die Atmosphäre der Erde ohne Treibhausgase würde dazu führen, dass wir einen global mit Eis überdeckten Planeten hätten.
Das heißt, unsere Gleichgewichtstemperatur ist zu kalt. Es sind die Atmosphären, die Treibhausgase in der Atmosphäre, die dafür sorgen, dass unsere Oberflächentemperatur im Mittel 16, 18 Grad beträgt und damit moderat ist und wir konstant flüssiges Wasser auf dem Planeten haben. Es ist interessant, wenn man aus Ihrer Perspektive darauf schaut, weil wir natürlich im Moment über Treibhausgase immer nur in einem ganz anderen Kontext sprechen. Aber denn, genau. Ja, Sie machen das den Planeten so vielleicht. Ja. Genau, das richtige Maß ist gut und ein zu viel ist schädlich. Und das ist bei den Treibhausgasen nicht anders wie mit allen anderen Dingen. Also und, wir brauchen sie, aber zu viel könnte uns auch zerstören. Das ist das richtige genau, Maß. Ja. Ganz genau, ganz genau. Ohne sie geht's nicht, aber mit zu viel geht's auch nicht. Jetzt haben Sie schon so viele Kriterien und Bedingungen genannt. Und Sie sagten vorher auch, wir haben diese zweite Erde noch nicht entdeckt. Aber gibt es Planeten, die etwas Ähnlichkeit aufweisen, irgendwo da draußen, weil sie einige von den Kriterien erfüllen, die Sie gerade genannt haben? Naja, also wir haben ja heute ungefähr 5.000, 7.000 Planeten, inklusive Planetenkandidaten oder Planeten, von denen wir recht sicher sind, dass sie da sind. Die Mehrzahl dieser Planeten sind allerdings Gasplaneten. Es sind Gasplaneten und es sind vor allen Dingen Planeten, die sehr nah an ihren Sternen sind. Die Oberflächentemperaturen sind sehr heiß. Heiße Jupiter, heiße Neptune, heiße Supererden. Davon kennen wir recht viele. Planeten im Abstand, in einem Abstand von ihrem Stern, wo man sagt, da erwarte ich jetzt moderate Oberflächentemperaturen, kennen wir sehr, sehr wenige. Und wenn man dann sagt, ich will wissen, es ist ein Gesteinsplanet, dann muss ich ja wissen, dass die mittlere Dichte in einem bestimmten Bereich ist. Das heißt, ich muss sie genau genug kennen. Ich muss mir sicher sein, dass es ein Gesteinsplanet ist. Und dann ist man von all den tausenden Planeten, die man heute kennt, nur für 10% kennt man eigentlich die Massen und Radien genau genug, um sagen zu können, ich kenne die mittlere Dichte, ich weiß genau, was das für ein, oder ich weiß, was das für ein Planet eigentlich ist. Und in einem Abstandsbereich, wo wir von Habitabilität, also möglicher Bewohnbarkeit reden, da kennen wir leider keinen, wenn wir auf sonnenähnliche Sterne schauen. Nur um M-Sterne, kühle Zentralsterne, da haben wir ein ganz berühmtes System, das TRAPPIST-System, wo gleich drei Planeten im richtigen Abstandsbereich sind. Vielleicht können Sie dazu noch ein Bild zeigen. Ich weiß, dass Sie eine Illustration haben, dass man sich vorstellen kann, wie so dieser ideale Abstand aussieht zu einem möglichen Stern. Genau. Das sieht man hier. Das ist eine schöne Illustration, die man dazu findet. Denn das Konzept der habitablen Zone beruht auf einem Gedankenexperiment. Ja, man nimmt die Erde in ihrem Abstand um die Sonne und wir stellen uns vor, wir bewegen die Erde auf die Sonne zu. Und zwar unsere heutige Erde mit unserer heutigen Atmosphäre. Was würde denn passieren, wenn wir uns immer näher zur Sonne bewegen? Es würde immer heißer werden, die Ozeane würden anfangen zu verdampfen. Nach einer gewissen Zeit wären alle Ozeane, alle Seenflüsse verdampft und das Wasser wäre in der Atmosphäre. Und mit einer solchen Wasserdampfatmosphäre passiert Folgendes. Der Wasserdampf kann dann in die obere Atmosphäre gelangen und wird dort durch das Sonnenlicht fotodissoziiert. Das heißt, dass die Wassermoleküle werden aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und der Wasserstoff ist nun leicht genug, dass er an der oberen Atmosphäre ins Weltall entweichen kann. Das heißt, ein Planet, der sich auf die Sonne zubewegt, wie die Erde würde, mit der Zeit das gesamte Wasser verlieren. Und wir sehen das auch an der Venus. Die Venus, wenn sie Wasser hatte in ihrer frühen Zeit, dann ist dieses Wasser verloren gegangen, eben weil es in dem Abstandsbereich, den die Venus von der Sonne hat, zu heiß ist, um das Wasser zu halten. Wenn Wasser da war, muss es in der Atmosphäre sein, ist dort verloren gegangen. Das heißt, es gibt so eine innere Grenze, das ist hier dieser Übergang von grün zu rot. Es gibt einen Abstandsbereich, wenn ein Gesteinsplanet eine Atmosphäre hat mit Wasser, wenn er da diese Grenze überschreitet, dann verliert er das Wasser. Umgekehrt kann man das gleiche Gedankenexperiment machen und man bewegt die Erde nach draußen, immer weiter weg von der Sonne. Und was dann passiert, ist auch klar, das Wasser gefriert aus. Und man hat dann keine Atmosphäre mehr oder zumindest keine Atmosphäre mehr mit flüssigem Wasser und damit auch keine Lebensbedingungen. Und dieses grüne Band ist sehr viel schmaler, als es hier erscheint.
Ja, das ist die große Diskussion ist, wo sind diese Grenzbereiche und wie breit ist dieses grüne Band? Wenn wir auf dem Sonnensystem schauen, dann sehen wir ja, dass auf dem Mars Zeichen von flüssigem Oberflächenwasser da sind. Der Mars hatte in jedem Fall, also in seiner Frühphase, Phasen mit flüssigem Wasser, ob das ein globaler Ozean war oder lokale temporäre Ereignisse ist dahingestellt, aber es gab zumindest flüssiges Oberflächenwasser zeitweise. Das heißt, es gab Phasen, wo man sagen würde, der Mars war in der habitablen Zone, das ist er heute nicht mehr. Sie sehen also, dass es eine gewisse Unschärfe gibt oder auch die habitable Zone ihre Grenzen ändern kann mit der Zeit. Venus ist zu heiß und wir haben jetzt neue Satellitenmissionen zu Venus, die den Planeten näher erkunden wollen, um zu schauen, ob es dort auch in der sehr, sehr frühen Phase einmal flüssiges Wasser gegeben haben könnte. Aber Venus ist zumindest sehr lange Zeit schon einfach zu heiß. So, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir reden über Planeten, die nicht identisch sind mit der Erde, sondern etwas größer als die Erde, etwas schwerer als die Erde, eine andere Zusammensetzung haben als die Erde. Der Zentralstern ist ein anderer Sterntyp, gibt also zum Beispiel weniger Energie ab wie M-Zwergsterne. Dann ändern sich die Grenzen der habitablen Zone. Ja, je kühler der Stern ist, desto näher kann ich mit meinem grünen Band an den Stern herangehen. Wenn Sie einen M-Zwergstern nehmen, mit einer Oberflächentemperatur von, was weiß ich, 3000, 3500 Kelvin im Vergleich zu den 5600 der Sonne. In der Sonne haben wir ein Jahr Umlaufzeit der Erde, die in der habitablen Zone ist. Für einen solchen kühlen M-Zwergstern kann die habitable Zone Planetenorbits entsprechen von 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Ja, das heißt, wo dieses grüne Band liegt, hängt vom Zentralstern ab, aber es hängt eben auch ab von den Parametern des Planeten selber ab. Sie hatten erwähnt, wir haben schon einige tausend mögliche Kandidaten entdeckt, die zumindest eine Ähnlichkeit aufweisen. Aber die Frage ist jetzt, wie grenzen wir genauer ein und finden einen heißen Kandidaten? Was fehlt uns dazu noch? Ja, das sieht man, wenn ich nochmal auf dieses Bild gehe. Dieses Bild hier zeigt die Sternmassen an der Y-Achse und an der X-Achse den Abstand der Planeten vom Stern. Bei 1 ist die Sonne. Man sieht hier als Bilder eingefügt die Venus, also den Merkur, die Venus und die Erde, unser inneres Sonnensystem. Man sieht hier die Venus in dem grünen Band, sehr großzügig ausgelegt, weil vielleicht war sie ja mal ganz früh bewohnbar. Man sieht, wie das grüne Band immer näher nach links an den Stern heranwandert, so wie ich es gerade erzählt habe, weil die kühlen, massearmen Sterne weniger Energie abstrahlen. Man sieht bunte Punkte. Bunte Punkte sind die extrasolaren Planeten mit kleinen Massen, die wir kennen. Und hier sieht man, wie leer dieses Band ist. Das ist der Aber warum Stand ist es denn so leer, Frau Rauer? Warum ist es genau. So leer? Ist es, weil es diese Sterne dort nicht gibt oder weil wir sie nicht sehen? Ja, es liegt an unseren Detektionsmethoden. Wir entdecken die Planeten ja durch indirekte Methoden. Zwei Methoden sind Radialgeschwindigkeitsmethode und Transitmethode. Das heißt, wir messen einmal den Effekt des Planeten um den Stern. Der Stern wobbelt, bewegt sich entsprechend der Umlaufperiode des Planeten. Das ist die Radialgeschwindigkeitsmethode, die funktioniert vom Erdboden aus. Die Transitmethode misst die Helligkeit der Sterne und misst, wenn ein Planet durch die Sichtlinie von uns zum Stern zieht und ihn abdunkelt. Beide Methoden haben einen Detection Bias. Das heißt, beide Methoden funktionieren besser bei Planeten, die näher am Stern sind. Es ist schwieriger, Planeten zu entdecken, die weiter entfernt sind. Das ist das eine. Deswegen füllen wir dieses grüne Band von unten nach oben in diesem Plot. Also zuerst bei den kühlen Zwergsternen, wo die habitable Zone so nah am Stern sind. Es ist einfacher, die Planeten dort zu entdecken. Also wir werden dieses Diagramm von unten nach oben füllen. Deswegen gibt es schon ein paar bunte Punkte in diesem unteren Bereich innerhalb des grünen Bandes, aber weiter oben Richtung Erde ist noch ziemlich leer. Ganz genau. Und es gab die frühere Mission Kepler, die das Ziel hatte, das grüne Band oben rechts oben zu füllen. Kepler hat auch Planetenkandidaten gefunden. Es gibt zum Beispiel Kepler 22b für die Experten im Publikum. Der hat eine Umlaufperiode fast wie die Erde, aber es ist nie
möglich gewesen, die Massen zu bestimmen und zu bestimmen, was es wirklich für ein Planet ist. Die Kepler-Mission wurde entwickelt in den 2000er Jahren, als es noch nicht klar war, dass Planeten so divers sein können, wie wir es heute wissen. Man hat früher geglaubt, wenn wir den Radius haben, dann wissen wir ganz klar, es muss ein kleiner Planet sein. Heute wissen wir, es gibt ein Kontinuum zwischen terrestrischen und Uranus-Neptun-artigen und Gasplaneten. Allein die Radiusmessung reicht nicht. Aber das wusste man nicht, als man die Kepler-Mission gebaut hat. Das heißt, man hat dort Kandidaten gefunden, wenige, aber immerhin ein, zwei. Aber man kann nicht sicher bestimmen, was das für Objekte sind. Und das hat dann leider dazu geführen müssen, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine weitere Planetenmission, die dieses grüne Band da oben rechts füllen kann. Jetzt muss man dazu sagen, die Kepler-Mission, das ist vor allem ein Satellit. Und die neue Mission, von der Sie sprechen, die hat den Namen Plato. Deswegen steht dort Plato in der Mitte. Und Sie sind die Leiterin dieser Mission. Zeigen Sie uns doch, wie dieser neue Satellit vielleicht aussieht und warum der unter Umständen uns in dieses grüne Band sehr viel besser gucken lässt. Genau. Ja, Plato hat wir haben Lessons Learned der vergangenen Missionen hier angewandt in das neue Design. Plato ist eine Mission der ESA, dessen Wissenschaftskonsortium ich leite, soll Ende 26, Anfang 27 starten. Und hier sieht man, dass es nicht aussieht wie das übliche Teleskop, wo man einen Spiegel hat oder auch einen segmentierten Spiegel hat, sondern stattdessen haben wir hier 26 individuelle Kameras. Jede Kamera hat eine Öffnung von 12 Zentimetern. Und warum dieses Konzept? Der Punkt ist, mit der Transit-Methode, die hier angewandt wird, um Planeten zu entdecken, muss ich sehr, sehr viele Sterne untersuchen, weil die Wahrscheinlichkeit, gerade Systeme zu finden, wo ich auf die Kante des Planetensystems schaue, das heißt so, dass ich den Planeten durch die Sichtlinie ziehen kann, die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so groß. Für heiße Planeten mit 3-4 Tagen Umlaufperiode sind es 10%, aber für eine Erde um eine Sonne ist es 100-mal weniger. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das zu sehen, ist klein. Und ich sage immer in Outreach-Vorträgen, das ist so, wie wenn ich am Samstag im Lotto garantiert gewinnen will, dann kauft man alle Lose auf. Ne? Wenn Sie alle Lose gewonnen haben, dann gewinnen Sie auch ganz bestimmt. Vielleicht ein bisschen teuer, aber Sie gewinnen. Und hier ist es ähnlich. Wir kommen über diese Schwelle hinweg, indem wir eben sehr viele Objekte beobachten. Gleichzeitig will Plato aber eben nicht nur detektieren, so wie Kepler, sondern wir wollen sie charakterisieren. Wir wollen in der Lage sein, die Masse zu bestimmen, sodass wir die mittleren Dichten haben. Das ist als einer der wichtigen Planetenparameter. Und das heißt, die Sterne, die wir untersuchen, müssen hell sein. Und wenn Sie jetzt nachts am Himmel schauen, die Sterne, die wir mit dem bloßen Auge sehen können, sind ja die hellsten. Und da sieht man schon, dass die hellen Sterne am Himmel sehr weit verteilt sind. Man braucht sehr große Bildfelder. Das heißt, wir brauchen ein Teleskop mit einem großen Bildfeld. Und gleichzeitig müssen wir aber die hellsten Sterne beobachten können, ohne es überzubelichten. Aber wir wollen natürlich einen gewissen, wir nennen das dynamischen Bereich, haben, einen gewissen Helligkeitsbereich haben, den wir anschauen können. Deswegen individuelle Kameras. Für die hellsten Sterne würde eine reichen. Und für die Schwächsten kann man das Licht der Kameras aufaddieren und kommt so auf ein Äquivalent von einem 60-Zentimeter-Teleskop. Jetzt steigt also dadurch die Chance, dass wir in einigen Jahren vielleicht doch erdähnliche Planeten entdecken. Angenommen, wir sind so weit und wir haben eine zweite Erde, in Anführungsstrichen. Wie finden wir dann raus, ob es da vielleicht schon Leben gibt oder ob Elon Musk eine neue Rakete planen muss, um sie zu besiedeln? Müsste es nicht dann auch eine Idee geben, herauszufinden, leben dort Individuen vergleichbar mit uns? Ja, da geht man natürlich über die Plato-Mission dann hinaus. Die Entdeckung geht in Schritten. Ja, wir brauchen erst einmal eine Idee, wie viele erdähnliche Planeten gibt es denn da draußen. Und wenn wir eine finden, ist es schon eine Sensation. Dann wissen wir, es gibt Planeten mit einem Gesteinsplaneten um sonnenähnliche Sterne in dem Abstandsbereich, wo es habitabel sein könnte. Aber dann ist natürlich, da fängt es ja eigentlich erst an. Ja. Und wir haben heute schon das James-Webb-Teleskop im All, mit dem man Planeten untersuchen kann. Und die M-Stern-Planeten, wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, hier unten links,
werden mit James Webb jetzt schon untersucht. Da geht es darum festzustellen, haben die überhaupt eine Atmosphäre? Ja, und James Webb kann diese Planeten erreichen, diese Gesteinsplaneten um die kühlen M-Zwergsterne. James Webb kann die heißen Gasriesen, die heißen Neptune natürlich untersuchen. Es wird die nächste ESA-Mission geben, die Plato nachfolgt, die Ariel-Mission, die die heißen Planeten, die Punkte, die wir hier oben links sehen, untersuchen wird, die Mini-Neptune, die Gasplaneten. Aber danach, wenn Sie sagen, kann ich wirklich Habitabilität, kann ich wirklich Leben nachweisen, da sind wir dann auf einer anderen Zeitskala, da sind wir dann Ende der 30er, in den 40er Jahren. Und hier gibt es natürlich auch Überlegungen, und das ist ja unser Fernziel, wo wir hinwollen. In USA gibt es das Habitable World Observatory als Konzept, wo jetzt die Designphase startet. Da gab es gerade den Aufruf für ein Wissenschaftsteam, dass die Anforderungen der Wissenschaft und an das Instrument definieren sollen. In Europa haben wir ein Missionskonzept live, heißt es, in dem wir ebenfalls dann in der Lage sein wollen, Biosignaturen zu detektieren. Interessant ist hier, dass es verschiedene Konzepte sind. In den USA wird das Koronographie-Konzept und der optische Wellenbereich favorisiert. Das LIFE geht in das Infrarote mit einem Interferometrie-Konzept und beide Missionen zielen dann darauf ab, die verschiedenen Moleküle, die wir als Biosignaturen brauchen, zu detektieren. Das ist so der Schritt. Plato ist hier ein Puzzlestück in einem großen Puzzle, das wir lösen müssen, um dann wirklich sagen zu können, gibt es Leben auf anderen Planeten oder nicht. Frau Rauer, vielen Dank, dass Sie uns eine Idee gegeben haben, was da in den nächsten Jahren alles möglich sein wird in der Wissenschaft. Wir müssen Ihnen die Daumen drücken für Plato. Wann ist der Raketenstart, dass wir wissen, wann wir die Finger crossen? Also der Raketenstart ist kurz vor Weihnachten 26, so ist es jetzt in der Planung. Noch sind wir in der Planung, ja, wenn sich's 2 Wochen verschiebt, dann sind wir in 27, also Ende 26, Anfang 27. Es ist geplant und sieht auch im Moment gut aus. Ja, die heiße Phase startet, Flugmodelle werden gebaut, wir sind ganz gespannt, ja. Und wenn dann ein paar Monate später groß in den Zeitungen steht, zweite Erde gefunden, dann wissen wir, wer die Verantwortung dafür hat. Dann drücken Sie uns die Daumen, das wäre schön. Das tun wir. Vielen Dank für diesen tollen Einblick in Ihre Arbeit. Vielen Dank, Frau Rauer. Gerne. Ich freue mich. Ich freue mich über das Interesse.